Ein riesiger Schaltkasten mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten, um einzelne Teile zu beleuchten, um etwas hervorzuheben, das gerade wichtig ist, oder um alles ins rechte Licht zu rücken. Manchmal passiert es, dass eine Sicherung fliegt. Dann ist etwas kaputt. Dann muss man dem nachgehen, was kaputt ist, es in Ordnung bringen, damit es wieder hell erscheinen kann. Ist es nicht auch in unserem Leben oft so? Es gibt viele einzelne Dinge, die unterschiedlich wichtig sind, die unterschiedlich hervorgehoben werden, zu verschiedenen Zeitpunkten. Und ist es nicht auch in unserem Leben so, dass manchmal eine Sicherung fliegt, dass etwas kaputt geht, dass man dem nachgehen muss, es reparieren muss, um wieder ins Licht zu kommen? Aber letztendlich nützt dieser ganze Schaltkasten nichts, wenn er nicht an der Hauptleitung angeschlossen ist. Der Schaltkasten unseres Lebens muss an der Hauptleitung, an der Hauptquelle der Energie des Lebens angeschlossen sein. Wir müssen an dem angeschlossen sein, der das Leben ist und der das Leben gibt, an Gott. Fastenzeit, einerseits Zeit, um herauszufinden, wo etwas kaputt gegangen ist, wo eine Sicherung geflogen ist, wo etwas nicht mehr im rechten Licht steht. Fastenzeit aber auch als eine Zeit, um unseren Anschluss, unsere Verbindung mit Gott neu zu überprüfen, sie zu erneuern, um aus dieser Quelle des Lebens unser Leben empfangen zu können. Fastenzeit als Zeit des Auflebens, weil Gott uns von neuem teilhaben lässt an seinem Leben.